Hallo und herzlich willkommen beim Thema Datenbank. Hier lässt sich mein Urlaub gut verbringen. Der wird mir gut tun. Aber bevor ich mir etwas Entspannung in dieser schönen Umgebung gönne, unterhalten wir uns doch nochmal über die Transformation eines semantischen Datenmodells, zum Beispiel in Form eines UML-Klassendiagramms, in ein Relationenmodell. Und zwar genauer um den Aspekt, wenn etwas Teil eines Ganzen ist. Das bedeutet, unser Thema für heute: Was machen wir mit Aggregationen und Kompositionen, wenn wir solche im semantischen Datenmodell finden, das wir transformieren wollen? Aggregationen und Kompositionen modellieren ja Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen. Diese Beziehungen sind stärker als normale Beziehungen und drücken aus, dass das Ganze seine Teile besitzt oder gar daraus besteht. Sehen wir uns das gleich an zwei Beispielen an, die einigen vielleicht schon bekannt vorkommen. Bei der Aggregation können die einzelnen Produkte unabhängig vom Ganzen, hier dem Geschenkkorb, existieren. Die Komposition zwischen Filiale und Raum bindet die einzelnen Teile stärker an das Ganze. Hier ist die Raute gefüllt und eine Filiale besteht so aus mehreren Räumen und ein Raum kann nur existieren, wenn es auch eine zugehörige Filiale gibt. Wie gehen wir nun bei der Transformation ins Relationenmodell damit um? Beginnen wir mit der Aggregation. Für jede beteiligte Klasse wird zunächst ein eigenes Relationenschema angelegt. Der Geschenkkorb mit dem Primärschlüssel Korb-ID und den Attributen Produktanzahl und Gewicht. Und das Produkt mit dem Primärschlüssel Produkt-ID und den restlichen Attributen. Die Aggregation behandeln wir wie eine gewöhnliche Beziehung. Hier ist es eine M-zu-N-Beziehung. Wir wenden also die entsprechende Überführungsregel an und fügen ein neues Relationenschema hinzu. Nennen wir es Enthält Produkt. Nun fügen wir die Fremdschlüssel der zugehörigen Relationen hinzu. Da die beiden gemeinsam den Primärschlüssel für die Relation darstellen, unterstreichen wir sie auch. Damit ist die Aggregation fertig transformiert. Wie sieht es bei der Transformation der Komposition aus? Auch hier erstellen wir zuerst je Klasse ein Relationenschema. Bei einer Komposition stehen das Ganze und seine Teile in einer sehr starken Beziehung. Es handelt sich dabei generell um eine 1-zu-n-Beziehung. Befolgen wir auch hier die entsprechende Überführungsregel und fügen den Primärschlüssel der Filiale dem Relationenschema von Raum hinzu und markieren ihn als Fremdschlüssel. Und damit ist auch die Komposition fertig überführt. Wichtig ist, dass dieser Fremdschlüssel später jedoch nie null, also unbekannt werden darf. Das müssen wir später beim Anlegen der Tabelle in der Datenbank als eigene Bedingung, sogenannte Integritätsbedingung, definieren. Das ist aber ein anderes Thema. Wie wir sehen, ist die Überführung der Aggregationen und Kompositionen in das Relationenmodell ganz einfach. Wir halten uns dabei an die üblichen Regeln zur Transformation von Beziehungen. Dabei geht jedoch leider diese spezielle ganze Teilsemantik etwas verloren. Wir können uns höchstens durch die dementsprechende Benennung der Attribute und Beziehungen etwas dieser Semantik im Relationenmodell bewahren. Aber jetzt heißt es, Tablet in der Tasche verwahren und meinen Kurzurlaub genießen. Bis zum nächsten Mal und schaut wieder bei mir vorbei.